Für heute habe ich ein Ziel. Ich habe mir ein Budget von 1000 Euro gesetzt und wir kaufen dafür Luxusuhrenkopien auf Amazon. Let's go. So, dann fangen wir direkt mal an. Pagani Design PD 1662 GMT. Sogar mit Krone auf der falschen Seite, so wie das Vorbild, kostet 139,89. So, weiter geht's. Pagani Design PD 1662 GMT. Ey, wie dreist. Die haben hier einfach von Rolex das Stockfoto genommen und ihren Schriftzug rein. Oh mein Gott. Das ist ein Foto von Teddy Baldassar. Das haben die geklaut. Ja, da ist es. Oh mein Gott. Wie dreist kann man sein? Die haben hier 1:1 das Foto von Teddy geklaut und haben da ihr Logo drauf geklatscht. Aber umso spannender, die kaufen wir direkt auch. Oh, oh, Heavy Hitter. Pagani Design DD36. DD dürfen sie ja nicht machen. Ah, 140 Euro, aber ein Rabatt von 21%, 110,49 im Sonderangebot. Ab in den Warenkorb und weiter geht's. So, die letzte Rolex. Pagani Design 1692. Ab in den Warenkorb damit. Pagani Design 1701. Ah, Quarz. Okay, sehr, sehr schade. Für 130 Euro. Sehr, sehr viel Geld, finde ich, für eine Quarzuhr. Die sollte mal besser von der Verarbeitung her sehr, sehr gut sein. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Wir haben hier die Feitsche Automatikuhr Herren Analog mechanische Uhr. So, und jetzt das Beste zum Schluss. Patek Philippe Nautilus, entschuldigt. Pagani Design 1728. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. 129,99 €. Ab in den Einkaufskorb. Let's go. Damit müssten wir auch schon am Limit sein. Ja, 1.002,23 €. 10 Euro obendrauf. Ich habe das Budget auf 1.010 € aufgestockt. Jetzt können wir auschecken und einkaufen. Und dann müssen wir nur noch abwarten, bis die Bestellung da ist. So, schaut mal, was angekommen ist. Ich würde mal sagen, wir fangen an von günstig nach teuer, von Omega über Rolex, AP bis hin zu Patek und schauen mal, was wir hier geboten bekommen. Fangen wir an mit der Pagani Design 1701 oder besser gesagt der Omega Speedmaster. Das Original kostet 8.500 € Listenpreis, meine ich. Hier diese Version der Uhr bekommt man für knappe 130 Euro. Was sofort auffällt ist, die Uhr selber gar nicht mal schlecht. Also Armband sieht gut verarbeitet aus. Gehäuse kommt verdächtig nahe der Speedmaster. Wir haben hier laut dem Sticker auch ein Saphirglas verbaut. Und die haben sogar ein bisschen versucht, dieses gewölbte Glas ein bisschen nachzumachen. Wenn man die Speedmaster kennt, dann fällt einem schon sofort auf, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das liegt vor allem an der Lünette, die irgendwie, ich glaube, sie ist ein bisschen breiter als beim Original. Ansonsten muss ich aber sagen, für das Geld tatsächlich eine Qualität, die gut ist. Was relativ erschreckend für mich ist, ist die Qualität vom Gehäuse, also gerade so die Bürstung und die Polierung. Also don't hate me now, Omega, aber ist jetzt nicht arg viel schlechter als bei der richtigen Speedy. Band ist ein bisschen flimsy, das ist aber so gesehen auch wirklich okay, weil die Uhr kostet 130 Euro. Das Vorbild kostet 8.500 €. Was ich ganz frech finde, ist, dass die sogar hier diesen Boden hier nachgemacht haben. Von der Snoopy ist es, glaube ich. Und jetzt müssen wir sie aber tatsächlich auch mal ans Handgelenk legen. Mal gucken, wie das gute Stück sich trägt. Okay, sie ist ein bisschen zu groß. Trägt sich tatsächlich gut. Also ist bequem. Ich würde behaupten, dass sie minimal höher ist als die originale Speedmaster. Und das ist auch das, ja, die Lünette sitzt einfach hier, wenn man hier mal guckt. Die sitzt einfach ein bisschen höher auf. Das ist tatsächlich, glaube ich, der größte optische Unterschied. Ansonsten, von der Qualität her, wirklich nicht schlecht. Was schade ist, in dieser Uhr ist ein Quarzwerk verbaut. Das finde ich immer so ein bisschen seelenlos, wenn der Zeiger tickt, anstatt zu wandern. Aber ansonsten muss man sagen, ganz im Ernst, für die 130 Euro, ein fairer Preis für eine doch recht coole Uhr, die einem wirklich auch das Tragegefühl einer Speedmaster für einen schmalen Taler näher bringt. Das heißt, wenn man einfach mal wirklich in Zukunft vorhat, sich eine Speedmaster zu kaufen, kann man das hier wirklich machen, um mal so ein bisschen in den Groove reinzukommen von dieser Uhr. Weiter geht's mit der nächsten Uhr. Hier drin ist eine Kopie der GMT Master 2 in der Sprite-Variante. Also was sofort auffällt ist, Band ist auf jeden Fall deutlich weniger stabil, beziehungsweise deutlich weniger qualitativ als das Original. Sieht auch so ein bisschen abgerundeter aus. Das gleiche gilt auch fürs Gehäuse. Also das ganze Gehäuse sieht so ein bisschen abgerundeter aus. Wenn ihr jetzt hier mal die
originale Rolex daneben packen, dann sieht man das tatsächlich auch, dass Rolex-Gehäuse einfach sehr viel feiner und schärfer ist. Was auf den ersten Blick ganz gut gelungen ist, muss ich sagen, ist die Schließe, zumindest für den Preispunkt. Die sieht ganz ordentlich aus. Also klar, hier ist hier kein Rolex-Logo, das wäre natürlich auch wahrscheinlich nicht legal. Aber die Schließe, die sieht ganz gut aus. Was wir aber hier auch haben, was wir auch von günstigeren Replikas kennen, ist tatsächlich, die ist super scharfkantig. Also praktisch das Gegenteil vom Gehäuse. Und beim Original hat man hier abgerundete Kanten auf der Schließe. Wir haben hier einen Glasboden, das ist schön. Witzig ist, dass sie hier den Aufzugsmechanismus von Rolex nachgemacht haben mit diesem roten Aufzugsrad. Das ist tatsächlich ganz witzig. Ansonsten, ja, haben wir hier ein solides Automatikwerk verbaut. Es ist ein Saphirglas verbaut. Das Datum ist nicht ganz so toll lesbar wie beim Original. Das ist einfach, man merkt, da fällt nicht so viel Licht rein. Die Lupe scheint sehr, sehr viel Licht zu schlucken. Das macht Rolex tatsächlich sehr gut. Das ist der sogenannte Black Hole-Effekt bei den originalen Uhren. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit der Lünetten-Action aussieht. Ah, schade, schade, schade. Hier wurde ein bisschen geschummelt. Das Original ist ja eine GMT. Und das heißt, wir haben hier bei der originalen Rolex eine hin- und herschiebbare Lünette. Hier ist es eine Taucherlünette, die sich nur einseitig drehen lässt mit 120 Rasterungen. Drehgefühl ist okay. Man merkt, dass es eine günstigere Uhr ist. Wir gucken mal, wie es mit der GMT-Funktion aussieht und ob es da eine Stundenschnellverstellung gibt. Nee, das Datum kann man mitnehmen. Also der GMT-Zeiger ist einfach ein zusätzlicher Zeiger, der sich separat verstellen lässt. Theoretisch ist die GMT-Funktion so gesehen auch nutzbar. Allerdings gibt es keine Stundenschnellverstellung. Das hätte mich aber für das Geld jetzt auch wirklich gewundert. Insgesamt würde ich sagen, die Uhr ist übrigens auch 100 Meter wasserdicht. Das heißt, man kann damit schwimmen gehen, nicht tauchen gehen. Insgesamt würde ich sagen, für den Preis von, was kostet die Uhr? 140 Euro, auch wirklich eine faire Uhr. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie sie sich trägt. Ja, muss sagen, vom Tragen her ist okay. Trägt sich gut, man merkt, es ist ein bisschen günstiger irgendwie. Das Band fühlt sich ein bisschen günstiger an. Allerdings trotzdem relativ bequem. Kann man auf jeden Fall machen. Für das Geld, muss man sagen, kriegt man da einen fairen Preis und auch so ein bisschen den Vibe von so einer GMT Master 2. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Uhr. So, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier eigentlich das gleiche, nicht in grün, sondern das gleiche in rot-blau, die Pepsi, aber mit einem Jubilee-Band. Das ist auch hier, würde ich sagen, bis auf die Farbe der größte Unterschied. Ansonsten Schließe ist die gleiche wie bei der Uhr gerade eben. Was fällt auf den allerersten Blick auf? Das ist hier schlechter als bei der Sprite, die ich gerade gezeigt habe. Man sieht sofort, dass es hier kein Keramik-Inlay ist. Das hat diesen glänzenden Look, erinnert eher an die Alu-Lünetten und ihr seht auch, die Farben sind wirklich deutlich anders als beim Original. Wir haben hier wieder die Lünette, das gleiche Spiel im Prinzip. Das ist eine Taucherlünette, was so gesehen nicht ganz stimmt. Ich meine, natürlich kann man es trotzdem auf die GMT-Funktion einstellen, aber das ist hier wurde ein bisschen Geld gespart, hier wurde keine extra Lünette verbaut. Ansonsten von der Funktion her würde ich jetzt mal mutmaßen, genau exakt gleich wie beim letzten. Wir haben ja auch ein asiatisches Mechanikwerk verbaut. Daran wird nichts auszusetzen sein. Wir sehen hier, von hinten sieht das genauso aus wie bei der Sprite. Erste Stellung der Krone ist dann wieder der GMT-Zeiger und zweite Stellung ist dann eben alles zusammen, sodass man auch das Datum einstellen kann. Jubilee-Band, muss ich sagen, ganz im Ernst, ist in Ordnung. Also ich sehe hier schon im Vergleich jetzt zu diesem Jubilee-Band, das hat ein bisschen mehr Stretch. Ihr seht hier, da passiert eigentlich so gut wie nichts. Ja, also da seht ihr, so gut wie kein Stretch. Und wenn wir jetzt hier gucken, dann tatsächlich schon deutlich mehr Bandstretch. Und es fühlt sich auch ein bisschen mehr flimsy an. Wenn ich jetzt die Uhr mir aber ans Handgelenk lege, muss ich sagen, trägt sich bequem. Jubilee-Band fühlt sich gut an. Es werden noch keine Härchen irgendwie im Arm verfangen. Schließe wieder exakt das gleiche wie davor. Fühlt sich ein bisschen billiger an. Sieht aber, finde ich, ganz gut verarbeitet aus. Nur beim Auf- und Zumachen merkt man, das geht ein bisschen schwerer. Da muss man ein bisschen mit dem Fingernagel drunter. Und das wird sich aber mit der Zeit, wenn man die Uhr ein bisschen trägt, auch aber erledigen. Die Uhr ist auch 100 Meter wasserdicht. Dementsprechend haben wir einen guten Alltagsbieter. Und ich würde auch sagen, für das Geld, was man zahlt, also auch knappe 150 Euro, ist es völlig in Ordnung, was man da für das Geld bekommt. Und man bekommt eben trotzdem diesen Vibe dann mit. Machen wir direkt weiter. So, nächste Uhr, die Pagani Design 1692 oder die Rolex Air King Original. Kostet, glaube ich, inzwischen knapp unter 7000 Euro. Nagelt mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall über 6.
Und ja, hier haben wir praktisch den Nachbau davon, die Hommage. Wir haben hier ein NH35-Uhrwerk verbaut, also ein Seiko-Uhrwerk. Das ist schon mal gut, weil die Seiko-Uhrwerke, die sind dafür bekannt, dass sie sich erstens von jedem Uhrmacher warten lassen, weil jeder Uhrmacher kennt die Seiko-Uhrwerke und vor allem das NH35. Das heißt, es lässt sich günstig revidieren. Ich schätze mal, wenn man die Uhr alle 5 Jahre oder so mal zum Uhrmacher bringt, dann läuft die tendenziell auch ewig. Wir haben eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern, also 20 Bar. Mit dieser Uhr könnte man theoretisch auch tauchen. Auch wieder das gleiche wie bei den anderen Uhren. Auf den ersten Blick, Verarbeitung ist in Ordnung. Man sieht hier wieder dieses leicht rundliche, also die originalen Uhren von Rolex, die haben so eine gewisse Crispigkeit, so eine gewisse Schärfe, auch eine deutlich schönere Bürstung im Detail. Auf den ersten Blick sieht man das nicht, auf den zweiten Blick erkennt man es dann. Also wir haben hier ganz eindeutig als Vorbild die Airking, hier fehlt das Gelb auf dem Zifferblatt. Ansonsten wirklich fast 1:1, auch mit den Skalierungen, mit den Indizes, mit 3, 6 und 9 und so weiter. Wir haben hier einen geschlossenen Boden, das heißt, wir haben keinen Glasboden. Das hat das Original von Rolex auch nicht, aber die Nachbauten haben es tatsächlich recht oft. Dann von den Funktionen her auch wieder, wie gesagt, Automatikwerk aus Japan. Mal schauen, wie sie sich trägt. Vom Tragegefühl her sitzt sie bequem. Oysterband bzw. der Nachbau davon kennen wir auch. Schmiegt sich auch gut aufs Handgelenk. Sieht soweit ganz gut aus. Also auch hier für das Geld, das man zahlt, das sind ja hier knappe, auch wieder 140 Euro, ist es okay. Man kriegt da auch für das Geld was geboten. Mehr würde ich für so eine Uhr allerdings jetzt auch nicht auf den Tisch legen. Jetzt wird es spannend, die Day-Date. Ja, so ist es. Da bin ich mal gespannt, ob die da sich mehr Mühe gegeben haben. Wir haben auf jeden Fall ein Präsidentband, das ist schon mal interessant. Die Pagani Design Day-Date 36. Auch wieder 100 Meter wasserdicht, das heißt, ihr könnt mit der Uhr auch schwimmen gehen, was cool ist wie mit dem Original. Und wir haben hier das Präsidentband verbaut, beziehungsweise eine Nachmache. Was sofort auffällt, was schade ist, wir haben hier eine normale Faltschließe. Die Day-Date, die sticht ja gerade dadurch raus, dass wir hier das Präsidentband mit der verdeckten Schließe haben, also praktisch wie so ein Schmuckarmband. Hier haben wir eine ganz normale Faltschließe. Die, muss ich aber sagen, erinnert so ein bisschen mehr an so eine Tag Heuer Aqua Racer, schließt aber viel besser als die anderen Modelle mit dieser Rolex-Nachmache, weil hier durch diese Drücker kann man es einfach öffnen und schließen. Dann haben wir hier ein automatisches Uhrwerk verbaut. Ich schätze mal, hier ist wieder irgendein Asia-Werk verbaut, ein Automatikwerk. Das ist soweit aber in Ordnung für den Preis. Was ich hier sehe, ist, dass der Rotor ein bisschen schief auf dem Lager zu sitzen scheint. Macht jetzt auf den zweiten Blick tatsächlich keinen so super guten Eindruck. Und ich würde mich tatsächlich auch fragen, ob das wohl so super lange halten kann. Da könnte es schon sein, dass das Werk mal flöten geht. Das ist ein Seagull ST16 Movement, also ein chinesisches Uhrwerk. Habe ich ehrlich gesagt keine Erfahrung damit. Mich macht es aber hier ein bisschen stutzig, dass der Rotor hier nicht richtig drin sitzt. Ansonsten, von den Maßen her, die Uhr ist, würde ich sagen, etwas dicker als die Rolex. Das eisblaue Zifferblatt bedeutet bei Rolex Platin, das teuerste Material, das bei Rolex verwendet wird, beziehungsweise die teuersten Uhren. Das Vorbild zu dieser Uhr kostet, glaube ich, knapp 70.000 Euro von Rolex, eben aus Platin. Das ist auch ein riesiger Unterschied, den es hier zur Nachmache gibt, denn die hier ist aus Edelstahl und dementsprechend relativ leicht. Also diese Uhr hier wiegt vielleicht, würde ich schätzen, 120 Gramm sowas. Die Platin-Uhr wiegt locker über 200 Gramm, vielleicht sogar ein Viertelkilo oder sowas, selbst in 36 mm. Und ist damit ein richtiger Brocken. Und das Zifferblatt sieht ganz nett aus, mehr aber auch nicht. Und vor allem, es wirkt nicht so edel wie auf den Produktbildern. Also die Produktbilder haben die ganz klar von Rolex irgendwie geklaut, die Zifferblattfarbe oder das Design vom Zifferblatt. Weil in Wirklichkeit wirkt das Zifferblatt deutlich flashiger und deutlich günstiger auch. Jetzt gehen wir mal noch die Funktionen durch. Wir haben hier theoretisch ein Tagesdatum, den Wochentag und eben die Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige. Wenn wir hier die Krone mal rausziehen auf Position 1, bin ich mal gespannt, was dann passiert. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal das Datum. Und wir haben hier tatsächlich auch, so wie bei der echten Day-Date, Double Quick Set ist tatsächlich relativ solide, dass man hier Tag und Datum über Double Quick Set hier über die verschiedenen Richtungen der Krone einstellen kann. Jetzt ziehen wir es mal raus in die zweite Position und dann, ja, wie erwartet, können wir hier dann natürlich die Uhrzeit einstellen. Was jetzt noch wichtig ist, ist hier das Präsidentarmband, wie es sich trägt. Wir legen die Uhr mal an. Also ich muss tatsächlich sagen, fühlt sich einfach zu leicht an. Man erwartet hier bei einer Platin Day-Date ein hohes Gewicht und die fühlt sich tatsächlich zu leicht an. Vor allem, weil man ja auch weiß, es gibt ja
Die Day-Date von Rolex nur in Edelmetall, also in Gold oder in Platin. Beides ist sehr schwer. Die Uhr fühlt sich wirklich, wenn man das Gefühl kennt, einfach deutlich zu leicht an, weil weder Gold noch Platin wären so leicht. Ansonsten vom Komfort her, cool, keine Härchen werden eingeklemmt. Trägt sich gut, sieht auch, finde ich, ehrlich, ganz gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Und für den Preis, was kostet der Spaß? Auch 140 Euro, ganz im Ernst. Ist ein witziges, eine witzige Möglichkeit, mal so ein bisschen dieses Day-Date-Feeling auszuprobieren. Und zumindest so von der Optik so leicht ranzukommen, vom Tragegefühl selbst, vor allem mit dem Gewicht, kommt es allerdings, muss man ehrlich sagen, nicht dran. Dann kommen wir jetzt mal zu den teuren Uhren, beziehungsweise zu teuren Nachmachen. Machen wir weiter. Feitsche, hatten wir schon mal da im letzten Amazon-Video. Verlinke ich euch am Ende dieses Videos, dann könnt ihr euch das gleich auch mal anschauen. Da haben wir noch ein paar andere Uhren getestet. Vorbild scheint eine 15400 zu sein von Audemars Piguet. Kostet, glaube ich, aktuell auf dem Markt zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Die Feitsche, die wir hier haben, die kostet 206 Euro. Okay, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Okay, scheint doch eine 15500 zu sein. Also die neue AP-Referenz, auch 30.000 bis 40.000 Euro aktuell. Okidoki, also wir haben hier natürlich, wie sich's für eine AP gehört, das integrierte Stahlarmband. Allein von der Aufmachung her, auf den ersten Blick, sieht man meiner Meinung nach sofort, dass die Bürstung relativ billig gemacht ist im Vergleich mit dem Original. Also wir sprechen jetzt hier wirklich auf einem Niveau einer 30.000 Euro plus Uhr. Ansonsten von der Optik her, vom Feeling her, kommt die Uhr tatsächlich von allen heute gezeigten Uhren am nächsten ans Original, weil hier vor allem auch die verdeckte Schließe verbaut ist, wie es beim Original auch der Fall ist. Die, muss ich sagen, die Schließe öffnet und schließt auch ganz gut. Wir haben hier auch ein Automatikwerk, wir haben 3 Bar Wasserdichtigkeit. Das heißt, diese Uhr ist im Gegensatz zum Original nicht schwimmgeeignet. Lünette sieht soweit ganz gut aus. Ich würde sagen, von allen Uhren, die wir heute gehabt haben, kommt man mit dieser Uhr vom Feeling her noch am nächsten ans Original. Das Waffelmuster auf dem Zifferblatt ist auch ganz nett verarbeitet. Allerdings fehlt hier so diese Detailtiefe, die man beim Original hat. Die Indizes, die Zeiger, die Details sind soweit aber wirklich in Ordnung. Das ist sauber gesetzt, die Schrift ist scharfkantig, also schön gut lesbar, nicht irgendwie ausgefranst, wie es bei günstigeren Uhren oftmals der Fall ist. Also ich würde sagen, 206 Euro für diese Audemars Piguet Royal Oak Hommage sind soweit fair. Ich würde auch erwarten, dass die Uhr eine gewisse Zeit hält. Mit einem asiatischen Automatikwerk mit 3 Zeigerfunktionen passiert da normalerweise nicht viel, was da irgendwie kaputt gehen kann. Und dementsprechend würde ich sagen, passt soweit. Kommt natürlich vom Feeling nicht ganz ans Original dran, aber von allen heute gezeigten Uhren auf jeden Fall am nächsten. Kommen wir zur letzten Uhr. Patek Philippe Nautilus, wie sie hier heißt, Pagani Design 1728. Und auch da ist ein Seagull-Automatik-Uhrwerk verbaut, sehe ich gerade in der Beschreibung, ST16. Okay, also mir fallen gleich ein paar gute Dinge auf, mir fallen aber auch gleich ein paar schlechte Dinge auf. Negativ fällt mir auf die Dicke. Das hier hat mit der Nautilus tatsächlich nichts zu tun. Die Nautilus, die ist deswegen so genial, weil es so eine unglaublich schöne, dünne Uhr ist. Und die hier ist doppelt bis dreifach so dick. Besonders hier die Gehäuseflanke hat tatsächlich mit der Nautilus nichts mehr zu tun. Führt auch dazu, wenn die jetzt mal so am Handgelenk liegt, die fühlt sich an wie so ein Block. Und eine echte Nautilus, die fühlt sich wirklich, wirklich gut vom Tragen her an. Also wirklich sehr, sehr filigran, sehr, sehr edel. Armband, muss ich sagen. Recht cool. Also von der Qualität würde ich sagen, ist das vielleicht hier das beeindruckendste Armband. Zusammen mit dem integrierten gerade von der AP, das wir schon hatten. Schließe, wie gesagt, wie beim Original, Doppeltfallschließe mit kleinem Sicherheitsbügel. Die Lünette sieht ganz nett aus, aber auch nicht hundertprozentig wie bei der richtigen Nautilus. Die ist hier deutlich eckiger als beim Original. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist das Zifferblatt. Das sieht tatsächlich, finde ich, recht ordentlich aus. Auch die Farbe gefällt mir ganz gut, auch wenn es nicht die originale Farbe ist. Die originale ist deutlich grüner. Hier ist deutlich blauer. Sieht aber soweit ganz gut aus. Die Balken, die Schärfe, die Indizes sind alles gut aufgesetzt. Ansonsten, wir haben hier kein Datum. Das fehlt im Gegensatz zum Original. Haben hier aber trotzdem eine Datumsverstellung wieder.
Das heißt, hier wurde wieder ein Uhrwerk eingebaut, wo es mal eine Datumsverstellung gab. Das ist immer ganz witzig. Aber funktional, funktionieren tut natürlich alles. Wasserdichtigkeit ist 100 Meter, also schwimmgeeignet, zumindest laut Aufzeichnung. Die trägt sich zu schwer, zu massiv. Die sitzt wirklich, wirklich hoch auf dem Handgelenk auf. Hat tatsächlich mit dem Nautilus-Feeling, muss ich sagen, so gut wie gar nichts zu tun. Jetzt müssen wir mal gucken, was habe ich für die Uhr gezahlt? Ja gut, 130 Euro. Ich würde sagen, ganz im Ernst, alle anderen Uhren, habe ich irgendwie gesagt, kann man schon machen. Bei der Uhr, das kommt einfach, das ist einfach nur 130 Euro für irgendeine weirde Mischung aus einem Metallblock und einer Nautilus. Kommt zu wenig für, als Hommage ans Original für mich. Und dementsprechend würde ich sagen, das hier ist so die einzige Uhr, wo ich sagen würde, die würde ich mir tatsächlich nicht kaufen, weil die einfach mit dem Tragegefühl einer Nautilus gar nichts zu tun hat. Also normal kauft man sich ja eine Hommage irgendwie, um so ein bisschen ins Feeling zu kommen vom Original, obwohl man es sich nicht leisten kann. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Nicht jeder hat 30 oder 100.000 Euro auf der Bank, um sich so eine Uhr zu kaufen. Bei der fällt dieser Aspekt aber wirklich wegen dieser Blockhaftigkeit weg und ich würde diese Uhr tatsächlich von den gezeigten als einzige wirklich auf keinen Fall empfehlen. Gut, so viel zum Thema. Lasst mich gerne eure Meinungen wissen. Was meint ihr zu den Uhren? Und ich habe hier noch ein weiteres Amazon-Video gemacht, das auch fast 1 Million Aufrufe hat, das sehr gut bei euch ankam. Das empfehle ich euch direkt als nächstes zu schauen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und munter. Bis dann.